Herzlich willkommen zum heutigen Thema, und zwar die Rolle des Steuerberaters im Akquise- und im Einrichtungsprozess. Der Steuerberater ist ja eine ganz entscheidende Rolle oder auch Person und Vertrauensperson des Mandanten, bei vielen Mandanten, zumindest bei kleinen Mandanten. Große Mandanten sehen das zum guten Teil anders. Bei kleinen Mandanten ist er eine zentrale Vertrauensperson und der allumfassende Berater. Zum Thema Steuerberater muss man eins sagen, es ist grundsätzlich ein betriebswirtschaftliches Thema und grundsätzlich mal kein Steuerberatungsthema. Der Steuerberater wird kaum helfen, Liquidität zu beschaffen, und er wird auch wenig tun können, einmal zum Thema Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, und er wird einfach die Folgen, die das hat oder auch nicht hat, weder ausgleichen noch kompensieren müssen, sondern die Entscheidung ist erst einmal eine betriebswirtschaftliche: Will ich nutzen? Will ich Vorteile haben? Und das andere ist einfach, wie funktioniert es und wie sauber und transparent ist es dargestellt. Der Steuerberater ist in seiner steuerlichen Beratung auch insoweit nicht notwendig, weil die steuerliche Verantwortung ausgelagert ist. Die ist also nicht im Unternehmen, Fels Penstrahand und auch die Fels Rechtsanwälte und Steuerberater GbR erledigt alles steuerlich und auch arbeitsrechtlich und übernimmt dafür auch die Verantwortung. Und genauso ist es eigentlich mit der arbeitsrechtlichen Verantwortlichkeit grundsätzlich. Der Steuerberater kann aber durchaus als Berater hinzugezogen werden, wenn er auch allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung macht. Dann ist er hier als verlängerter Arm des Unternehmens und als betriebswirtschaftliche Berater, Unternehmensberater natürlich auch richtig eingesetzt. Aber grundsätzlich ist es ein finanz-, ein personalpolitisches, ein unternehmensberatisches Thema und nicht in erster Linie ein steuerliches. Aber die Unternehmer ziehen häufig die Steuerberater hinzu, und das ist auch richtig, das ist auch sinnvoll, das ist auch in den meisten Fällen der Regelfall. Was soll man tun? Eins ist immer eine Präsentation für den Steuerberater, und zwar Präsentation führe häufig ich durch und übernehme es als Video, als Webpräsentation, indem ich das System darstelle und auch durch Hochrechnungen und spezielle Fragen führe. Nach jeder Präsentation gibt es nochmal ein Schreiben für den Steuerberater. Da wird das System erläutert, die Präsentation wird ihm nochmal vertont zur Verfügung gestellt und auch eine Hochrechnung, durch die er geführt wird in einem Video, die ihm erläutert wird, die ganzen Liquiditätsflüsse, die ganzen steuerlichen Auswirkungen, der ganze betriebswirtschaftliche Effekt. Und das geht auch als Information im Nachgang zu ihm. Was dann auch wichtig ist, dass Steuerberaterfragen beantwortet werden, und wir haben auch hier in der Online-Akademie typische Steuerberaterfragen, die gestellt werden und die so an uns herangetragen werden. Und Steuerberater machen einfach teilweise betriebswirtschaftliche Beratung und unterstützen hier ihre Mandanten. Aber es gibt natürlich eine komplett unterschiedliche Steuerberaterqualität, und grundsätzlich so, je kompetenter der Steuerberater ist, desto besser ist es auch. Wenn das betriebswirtschaftliche Verhältnis oder Verständnis fehlt, dann ist es oft schwierig, dann ist es auch schwierig, mit dem Steuerberater zu kommunizieren oder das Verständnis zu wecken. Das ist eigentlich dann ein Heft, ein Ruder, das sich der Unternehmer nicht aus der Hand nehmen lassen sollte, wenn ich erkläre, und das ist die Liquidität, die entsteht in den verschiedenen Jahren, ist eigentlich an dem Steuerberater, und es ist eigentlich nicht an dem Steuerberater zu sagen, die Liquidität ist notwendig oder nicht notwendig. Das ist eine Entscheidung, die normalerweise der Unternehmer trifft und der beurteilen kann, in welchem Maß er kontokorrent runterfährt oder Liquiditätsreserven bildet. Und manchmal ist es auch so, da wird der Steuerberater auch nur zum Absagen benutzt. Das sind dann Fragen nach dem Motto, einfach, dass auch irgendwas mal gefragt wird. Wir haben vor kurzem so einen Fall gehabt von Steuerberater, die waren also grundsätzlich destruktiv. Das war jetzt nicht irgendwo, dass mir was wissen wollte, sondern hat offensichtlich das Ganze nicht verstanden und wollte dann irgendwas Destruktives einfach zum Besten geben und ja, Fragen stellen, die man natürlich beantwortet haben, aber die im Prinzip nicht um Wissen oder Informationen gegangen sind, sondern einfach, ja, einfach Unruhe stiften und letztendlich abzusagen. Was mit dem Steuerberater gemacht werden muss und was wichtig ist, und deshalb sind auch die Gespräche auf jeden Fall sinnvoll,
Abstimmung der Termine für die Bilanz. Wann braucht er die Dotierung? Wann braucht er seine steuerlichen Daten? Wann weiß er, wie viel dotiert werden muss? Wie viel er steuerlich verkraften kann? Es ist für einen Steuerberater immer wichtig, dass ihm erläutert wird, dass die Haftung steuerlich übernommen wurde, dass der Steuerberater hier keine Angst haben braucht, dass er irgendwie haftet, wenn in der Berechnung was steuerlich falsch ist oder wenn irgendwas steuerlich nicht so funktionieren sollte. Und natürlich das Thema Mandantenschutz. Mandantenschutz ist natürlich wichtig. Kein Unternehmen von Fels hat irgendwo Interesse an einem laufenden Mandat, wo auch immer in Deutschland. Wir wollen die betriebliche Altersversorgung einrichten, wir wollen sie langjährig betreuen und mit dem Steuerberater vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und damit bedanke ich mich auch für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.